Was mit dem Zaun in der Stufe? Ich finde es auch irgendwie richtig nice. Vor allem so kommen die auf keinen Fall dafür rüber, glaube ich. Nee, da können sie ja nicht drüber. Ja, aber der Stall soll auch sicher gebaut sein, dass man da rein kann, ohne dass man von Skeletten beschossen wird. Ja, das war ja jetzt nur für den Anfang, damit ich das erstmal so ein bisschen... Ja, ich meine ja nur. Erstmal dieses Hässliche weggemacht, diese ganzen verschiedenen Blöcke und so. Erstmal das Hässliche weggemacht. Der hat auch einen Namen, unser dritter Spieler hier. Der arme Großi. Ja. Fühlt sich jetzt richtig beleidigt. Ja. So, also der Großi baut jetzt gerade einen Stall und der Gyrol, der baut die Tierfarm. Ich bin noch am Überlegen, wo ich den hinsetze. Ja, irgendwo hin, wo... Am besten, dass nicht so viele Bäume dort im Weg sind und mit Cobblestone-Weg verbinden und so. Eigentlich am besten in die Nähe vom Zauberhaus, würde ich sagen. Also wenn du beim Zauberhaus weitergehst, so zwischen Zauberhaus und Tierfarm. Dass du da irgendwie eine Ebene gräbst und dann dort... Da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Die Tiere warten auch wirklich drauf, dass ich hier irgendwo eine Lücke mache, ne? Dass die abkommen können. Die geiern schon so. Nee, hier ist der Hang zu steil. Ich würde es eher hier unten. Ja, such du aus. Ich bin gerade noch mal unten. Ich muss das Cobblestone holen, weil ich brauche das gerade. Das war ein blödes Riesenhaus. Wer schreibt mich denn jetzt wieder an? Dann kann ich ja hier auf WhatsApp-Web sehen. Ja. Ah. Und wer ist es? Ach, ein guter Kollege. Okay. Steine. Alles ins Inventar nehmen. So ein bisschen viel, aber ich brauche jetzt viel Cobblestone. Jemand hat mir geschrieben, hab kurz geantwortet. So. Ach ja, die schöne Musik. Ich habe nach noch ein bisschen mehr Free-to-Use-Music gesucht. Aber ich finde einfach nicht genug, um eine schöne Playlist zu füllen. Deswegen habe ich immer noch halt die vorigen drin, wie Soundtracks von Glennet und Angel Beats und so etwas. Aber da wird mir halt jedes Mal gesagt, Mitteilungen wegen Urheberrechtsmitnutzung, keine weiteren Einschränkungen und so etwas, aber vom Antraggeber monetarisiert. Das heißt, ich könnte mit den Minecraft-Folgen sowieso überhaupt gar kein Geld verdienen. Solange ich nicht mehr richtige freie Musik gefunden habe. Ja, das ist auch schwer, da gute Musik zu finden. Ja. Es soll ja schöne, ruhige, dramatische, schöne Musik sein. Ja? Ah. Nichts, ich habe nur gerade der Typ, der mich die ganze Zeit anschreit, den habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Ach so. Ja, braucht er mal. So,
das packen wir mal da rein. Aber jetzt hat er wieder zurückgeschrieben. Ey, Kollege, sei nicht so frech, ja. Weißt du was? Weißt du was? Ich rufe den mal an. Ach, ich krieg einen Anruf. Hallo? Ja, hallo? Ja? Na, wie geht's? Ich spiel grad Minecraft, und du? Oh ja, ich auch, so ein bisschen. Ja, schön. Vielleicht treffen wir uns sonst? Ja bei Minecraft. Ja, können wir ja mal gucken. Ja. Ich lege jetzt einfach mitten im Satz auf, ja. Das ist zwar ein bisschen unhöflich, aber ich hab's jetzt getan. Ja, wenn du mich nochmal anrufst und mir so auf die Eier gehst. So. Gehen wir mal nach unten, machen wir wieder weiter. Oh, Geralt. Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Meine Leine geklaut, dass wenn ich auf die Werkbank gehe, mein Pferd auf der Werkbank. Alles klar. So, das macht er, Junge. Das gibt's doch gar nicht. Weiß mir das Gegenteil. Das kann ich nicht. Also tut er es doch. Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe immer recht. Du hast nie recht, das weißt du. Das hat mein Chef mal gesagt. Hat er ernsthaft gesagt, ich habe immer recht. Chef. Wirklich. Fackeln. Nicht zufällig jemand gerade Bruchsteintreppen dabei? Nein. Aber du hast eine Menge Schwarzeichenholztreppen. Aber ich kann die nicht hier für den Weg benutzen. Nein. Also? Aber du kannst sie verwenden für den Pferdestall. Das ist mir gerade so als Gedanke gekommen. Ja, ja. Nicht mit den hier hin machen. Wissen. Siehst mich gerade gar nicht, ja? Nein, ich bin gerade im Keller meines Hauses. Schöner Soundtrack, den ich hier gerade habe. Von dem Soundtrack, den ihr hier gerade hört, das ist, davon habe ich sogar 3 Versionen und eine Version davon habe ich sogar verwendet für das Intro vom Best of Ashes of Ariandel. Also ihr hört es logischerweise nicht, aber die Zuschauer, mit denen habe ich jetzt klar. Gehört. Das weiß ich. Ja, man weiß ja nie. Geholt. So. Ach ja. Ich muss auch bald noch mal ein bisschen The Witcher aufnehmen. Davon habe ich nicht mehr viele Folgen. Ich komme jetzt nicht dazu. Ich meine, die letzte Aufnahmesession, die ich da gemacht habe, da war ich hackedicht.
während der Aufnahme. Da hatte ich Bugs, dass NPCs nicht gestorben sind. Da war ein Typ, der hatte einfach unendlich Leben. Ich habe also auf den einen gekloppt, der ist nicht gestorben. Und alles. Was weiß ich, was da noch alles für Bugs sind. Und Spaß. Ich erinnere mich an die eine Szene. Ja? Da rette ich so einen Hexenjäger. Und dann ist er beim Arzt, ja? Da gucke ich den an. Und dann denke ich, hä? Hängt er mit dem Kopf in der Wand? Da gehe ich auf die andere Seite von der Wand oder sehe ich, wie der Kopf da durchguckt? Oder gehe ich erstmal voll drauf ab, dass er mit dem Kopf durch die Wand geht? Das war nicht so toll. Ich hatte zu viel Likör davor getrunken. Ich hatte so einen schönen Granatapfellikör und einen Kirschlikör. So, für den Anfang sieht das schon mal ordentlich aus. Nur jetzt muss ich mir hier was überlegen. Ja, das hoffe ich für dich, dass das ordentlich aussieht. Sonst gibt's Ärger. Das wird schon ordentlich aussehen. Wird es schon wieder dunkel? Ist es schon wieder Nacht? Ja. Wollen wir uns hinlegen? Ja. Alles klar, ich liege. Dann trinke ich nochmal schnell was. So, ich liege noch. Ich brauche ein paar Meter, bis ich zu Hause bin. Ja, dann beeil dich. Wenn du nicht zu Hause bist, vor wessen Rechner sitzt du denn dann? Boah, der war schlecht. Das soll nicht gerade jeder wissen. Oh Gott! Hoffentlich ist was ausgelaufen. Och du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Okay. Wo ist es hin? Hoffentlich war es wichtig. Ja, der ist erst gerade mal mit 2-Euro-Münze quer durch meinen Raum geflogen. Wo ist die hin? Komisch. Ganz komisch. Weißt du, ich sitze hier schön. Und auf einmal dieses komische laute Geräusch, dann fliegt eine Münze quer durch meinen Raum. Aber jetzt, wo ist die Münze hin? Verdammt. Ganz komisch, hier passieren Sachen, die passieren sonst nie. Nee, das ist der Fluch von Jura. Es hat ja alles mit mir angefangen. Ihr habt ja ganz schön aufgenommen, so ganz ruhig alles. Kein Stress, gar nichts. Und das mit der Schweine war das Highlight. Ja. Ich komme hier drauf, ey, und auf einmal brennen die Schweine. Ja, genau. So, machen wir das mal so. Ich sehe da irgendjemanden über mir entlang laufen. Da, Großi. Du bist fast strack über mir. Na gut, ein bisschen weiter unten. Kann gar nicht sein. Oh, doch, das kann sein. Und das ist es auch.